Moin Leute, ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder ein Unboxing, nämlich zu den McDonalds-Pokémon-Karten, die ja jetzt seit dem 11.03.2021 erschienen sind und das läuft bis 7.04.2021. Warum? 25 Jahre lang gibt es jetzt Pokémon und das gibt es natürlich zu feiern. Ist der Pokémon-Hype gerecht? Also wird es denen gerecht? Das werden wir jetzt herausfinden in diesem Video. Wenn du natürlich Bock hast auf weitere solche Sachen oder natürlich auch Filme, Serien, die ich besprechen soll. Zuletzt habe ich nämlich WandaVision besprochen. Da muss ich natürlich noch ein Video machen, Leute. Klar, Abonnenten. Ihr werdet auf jeden Fall ab Montag wieder da Stoff bekommen. Und natürlich auch zu Falcon and the Winter Soldier. Also so lasst ihr gerne ein Abo hier. Ich würde sagen, Leute, wir legen los. Ich bin Dennis und das ist eine neue Folge Nerd Check. Ja, Leute, das sind die sogenannten Pokémon-Karten von McDonald's. So sehen sie aus, haben verschiedene Farben. Es gibt natürlich verschiedene Packages. In Amerika waren sie sogar nummeriert. Da wusste man ungefähr, was da wohl immer so drin ist. Die seltenste Karte ist auf jeden Fall hier die Pikachu-Hologramm-Karte. Wobei man mal sagen kann, das sind eigentlich die ganzen vier Starter-Karten. Nämlich Bisasam, Chi, Glumanda und natürlich Pikachu. So. Es ist natürlich so aufgebaut wie die alten Karten, darum geht es ja halt, 25 Jahre Pokémon. Es gibt 50 Karten an der Zahl und diese sind natürlich limitiert, also die wird es ja nicht immer geben. Sieht noch ein bisschen anders aus wie die normalen Karten. Ich habe ja noch was, kann ich euch gleich mal zeigen, was so wie die anderen Karten aussehen. Und ja, also mal als Beispiel, das sind natürlich neuere Pokémon. Ihr seht hier auf jeden Fall, das ist natürlich hier so ein Pikachu-Zeichen drauf, 25 Jahre. Und sie sehen natürlich sehr stark wie die alten Karten aus und ja. Ich kann euch auf jeden Fall nur sagen, dass diese Karten 3,99 € kosten im Handel bei McDonald's mit einem Happy Meal. Klar, weißt du, ist hier Cheeseburger, Nuggets, da könnt ihr alles auswählen. Und natürlich soll es ja auch so sein, dass man das natürlich nicht die ganzen Kinder weggreift. Und da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, es muss human vonstatten gehen. Es war hier teilweise so, es gibt ja auch noch welche zu kaufen, weil es einfach manchmal limitiert war auf pro Bestellung 2 Stück. 10 habe ich jetzt gelesen, finde ich in Ordnung. Sag mal 25 oder 50 finde ich ein bisschen heftig und auch ein bisschen schade, dass das so gemacht wurde. Für halt das hier. Und natürlich auch zu sagen, dass das auch vielleicht als, ja, dass man Essen verschwendet. So, aber gut, das muss jedem überlassen sein. Es gab natürlich auch die Packages, sag mal, für 3 Euro pro Stück zu verkaufen, einzeln. Hier im Norden nicht. Also auf jeden Fall hier im Bremer Raum nicht. Und man muss kann auch nochmal dazu sagen, es gab natürlich ein paar Verrückte, die haben wirklich für, haben 100 Stück gekauft, da könnt ihr ja ausrechnen bei 3,99 €, was die nachher bezahlt haben für das hier, um es natürlich nachher bei eBay oder so zu verkaufen. Finde ich ein bisschen schade, ganz ehrlich, auch, dass man dann den anderen Sammlern gar keine Chance gibt. Oder den Kindern halt, das muss man einfach mal so hier klar sagen. Weil, ganz ehrlich, 1.000 €, und wenn man Pech hat, wenn die vielleicht noch nachgedruckt sind, sind sie gar nichts wert. Gut, anfangsweise sind, wenn ihr das jetzt hier hinschaut, dann sind sie natürlich jetzt erstmal was wert. Was wert heißt eigentlich, um richtigen Wert rauszufinden, müsst ihr eigentlich auf cardmarket.com gehen. Da sind eigentlich die richtigen Preise. Jetzt kann man noch keinen Marktwert sagen, weil sie ja neu sind. Lasst es mal abwarten, bis die Aktion zu Ende ist, wie viel es natürlich dann auflagemäßig überhaupt gab und ob sie vielleicht nachgedruckt wurden. Ja, das kann ich mal kurz vorher sagen. Ihr wisst ja auf jeden Fall, dass Pokémon-Produkte sehr heiß gerade gefragt sind. Gerade durch die ganzen Streamer, die natürlich auf Twitch die öffnen und aufkaufen, ist der Markt gerade sehr dadurch natürlich überschwemmt und der Hype ist sehr groß. Ich hatte einfach auch natürlich Bock gehabt, das zu sammeln. Nicht als richtige Wertsteigerung zu sehen, kann man sagen, oder so wie man es will. Ne? Ich habe auch irgendwie mal Bock, das einfach mal zu spielen. Mein Sohn, wir wollen es einfach mal gerne mal ausprobieren und darum habe ich mir jetzt mal ein bisschen was besorgt, was natürlich sehr schwierig ist. So ein Ball kostet zum Beispiel 16,99 €, finde ich sehr hochwertig. Kann ich vielleicht auch immer mal zeigen. Und so eine Dose kostet auch 10,99 €. Da sind 3 Booster. Hier waren 2 Booster drin. Oder man hat natürlich auch so Blister. Wie zum Beispiel das hier, was dann auch so 10,99 € kam. Natürlich keine Grenzen sind offen. Ihr könnt euch Trainerboxen kaufen oder noch andere Sachen. Also das einmal zur Welt, zu Pokémon. Was natürlich sehr gerade krass abgeht. Aber naja, wir wollen jetzt ja wissen, was ist da drin. Warum ist der Hype so groß? Ja, und ich habe gedacht, ich mache es jetzt einfach mal auf. So, wir haben mal, wie gesagt, diese Packung hier, die sind immer zu und ja, hier ist dann immer dieser Booster drin, der sieht dann halt genauso aus wie in den 90ern und hier hinten auch ist auch alles drauf, was sein muss, lizenziert, Nintendo, hat McDonald's halt hergestellt, ja, den machen wir gleich auf, hier steht auf jeden Fall nochmal drauf, 4 zusätzliche Spielkarten, glaube ich, ne, ja, steht drauf, das 25er Logo und natürlich die ganzen Starter-Pokémon, die man halt so kennt.
Dann hat man natürlich nochmal Gimmicks drin. Hier ist es auf jeden Fall ein Pokémon-Spielkartenhalter. Es gibt immer noch verschiedene mit Stickern oder natürlich auch eine Box. Die kann ich euch jetzt hier so zeigen. Das ist einmal hier so eine Box, wo man seine Pokémon-Karten reintun kann. Und natürlich, wie gesagt, Sticker, große Sticker. Ja, und natürlich habt ihr auch dann Rätsel drin oder könnt es anmalen. Das ist dann eher was wirklich für die Kinder. Also uns geht es ja natürlich wirklich um dieses Paket. So, ihr wisst ja, das macht man jetzt einfach auf und dann macht man diesen speziellen angeblichen, ja, also das ist, macht man ja so, um die Spannung aufrecht zu erhalten, macht man diesen Kartentrick. Also ich mache sie jetzt mal auf. Weil hinten ist ja mal die Holo und die wollte ich ja natürlich auch am Schluss erstmal zeigen. So, machen wir 1, 2, 3 nach hinten und dann beginnen wir erstmal. So, haben wir erstmal hier Gekkabor. Ich kann das gar nicht sehen, weil dann haben wir ja Memmion. Memmion. Otaru. Und. Ah, Sepifeu. Also kein Pikachu Holo, auch kein Shiggy Holo. Das ist auch wirklich sehr selten, muss man ganz ehrlich sagen. Einige haben es gezogen, wir aber leider nicht. Aber wie ihr nochmal hier sehen könnt, sie sind auf jeden Fall gar nicht schlecht gemacht. Von der Qualität her sind sie auf jeden Fall sehr fest und ich finde die auch gar nicht so schlecht. Aber ihr könnt es hier nochmal hier so sehen. Da seht ihr das auf jeden Fall, dass hier 25 Jahre Pokémon steht. Und ja, also ich finde die in Ordnung. Werde jetzt gucken. Ich würde mir jetzt nicht übermaßen irgendwelche kaufen. Da habe ich natürlich auch keinen Bock drauf. 50. Also man kann da schon Geld reinstecken, wenn man will. Wenn ihr mir überlegt, 3,99 € für Booster. Ist schon heftig. Aber es ist natürlich eine Sammlerleidenschaft, Pokémon. Und dann muss natürlich jeder selber wissen, was er da reinsteckt an Geld, um natürlich alle zu bekommen. So, das war aber auch natürlich auch für mich, bei manchen habe ich gesehen, einfach aus Jux und Dollerei haben Bock gehabt. Und ich habe einfach Bock drauf, das einfach zu sammeln und vielleicht zu verspielen oder zu bespielen. Naja, was sagt ihr dazu? Ab in die Kommentare. Habt ihr auch Pokémon-Karten gekauft? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich bin Dennis, lasst gerne ein Abo hier und ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!